2 Jahre haben wir Corona-bedingt auf diese Reise gewartet. Jetzt war es endlich soweit und wir starteten unsere Reise hoch in den Norden Schwedens bis nach Lappland. Wir sind Naturfreunde und dementsprechend hatten wir auch unsere Ziele gewählt. Für die Anreise wählten wir den entspannten und günstigen Weg mit der Fähre von Travemünde nach Malmö. Circa 9 Stunden ist die Fähre unterwegs. Langsam fuhr die Fähre auf die Ostsee zu und wir genossen den Ausblick vom Oberdeck auf Travemünde. Wir hatten viele Stunden auf dem Wasser verbracht. Am Horizont taucht die Öresundbrücke auf und Malmö ist nicht mehr weit. Vormittags ging es los und nachmittags betraten wir schwedischen Boden. So eine Fahrt hat immer etwas von einer Mini-Kreuzfahrt. Unseren ersten Übernachtungsplatz suchten wir spontan aus, denn leider war unser eigentliches Ziel geschlossen. Aber wir fanden dann doch schnell einen, wenn auch unspektakulären Platz in der Nähe von Alstorp. Für die erste Nacht war das ganz okay. Und nun ging es endlich los und unser erstes Ziel war der Stormosser Nationalpark. In Südschweden ist es das größte zusammenhängende Moorgebiet. Wer möchte, kann hier auf ca. 40 Kilometer langen Wegen das Moor durchwandern. Auf dem Parkplatz an der Zufahrt kann man kostenlos nächtigen. Wir beschränkten uns allerdings auf eine kleine Wanderung auf gut ausgebauten Wegen. Es gibt auch einen Aussichtsturm, von dem aus man sich einen Überblick verschaffen kann. Man möge es mir verzeihen, wenn ich einige Ortsnamen nicht in korrektem Schwedisch ausspreche. Ich hab's halt nicht drauf. Unser nächstes Ziel ist die Ortschaft Forsvik am Götakanal, unweit des Feddern. Der Stellplatz liegt ganz in der Nähe der Schleuse. Die Schleuse ist übrigens die älteste und höchste Schleuse des Kanals und stammt aus dem Jahre 1813. Forsvik selber ist einer der ältesten Industriestandorte Schwedens. Und ganz in der Nähe kann man über ein altes Museumsindustriegelände laufen. Die Ausstellungshallen sind alle frei zugänglich. Eine Besonderheit ist der aus den 30er Jahren stammende Chevrolet HS157, der früher hier über das Gelände fuhr. Auch sonst gibt es viele alte Relikte der vergangenen Zeit zu bewundern. Aber nun zurück zur Natur. Am Ufer des Sees machte ich eine spannende Entdeckung. Eine Ringelnatter hatte mich nicht bemerkt und sie wollte einfach zum Filmstar werden. In Skjørtorp waren wir schon öfter. Dieser, auch am Götakanal liegende idyllische Ort, liegt am Ufer des Vänern. Hier gibt es gleich 3 Schleusen in Folge. Von diesem schönen Platz bekommt man auch einen Eindruck von der Größe des Sees in Schweden. Thank you.
Vor den Schleusen warteten einige Freizeitskipper. Unter Aufsicht der Schleusenwärterin ging es dann endlich los und ich kam auch auf meine Kosten. Die Wohnviertel des Ortes mit den schönen typischen Schwedenhäusern sollte man aber auch erkunden. Nordwestlich von Torsby erreichten wir den Naturcampingplatz Skogsgarden. Hier wird Deutsch gesprochen. Dieser am langgestreckten Rottnan gelegene Campingplatz war eines unserer Highlights. Zu meiner Freude zog direkt am Stellplatz ein Prachttaucherpärchen vorbei. Im Norden hört man oft ihre markanten Schreie, aber zu Gesicht bekommt man sie nicht so oft. Was für eine tolle Begrüßung. An der Rezeption kann man sich Holz fürs Lagerfeuer holen, um romantische Momente zu erleben. Das Wetter spielte mit und was gibt es Schöneres, als draußen zu sitzen, um sein Frühstück zu genießen? Wir hatten unser Boot dabei und dann ging's aufs Wasser. Der Rottnan ist eigentlich ein Fluss, aber hier hat er einen seeähnlichen Charakter mit nur einer sehr geringen Strömung. Am Ufer steht unser rollendes Zuhause. Nach ein paar schönen Tagen ging es weiter zum Fulufjell-Nationalpark. Wir hatten uns hier mit Freunden getroffen, mit denen wir den Park durchwanderten. Die Landschaft ist echt beeindruckend. Auf gut ausgebauten Wegen wandert man bis zum Njupeskär, dem höchsten Wasserfall Schwedens. Insgesamt ist der Naturpark 385 Quadratkilometer groß und ist so gut wie unberührt. Nach einer kleinen Wanderung erreichten wir den 93 Meter hohen Wasserfall. Es gibt spektakulärere Wasserfälle, aber hier in Schweden ist er schon etwas Besonderes. Trotz der tollen Landschaft war die Begegnung mit diesen Unglücksherren mein persönlicher Höhepunkt. Für mich waren es also eher Glücksherr. Tja, das war wohl das Ende meiner alten Wanderschuhe. Auf einsamen Straßen ging es weiter Richtung Norden mit den ersten Rentierbegegnungen.
Am Ufer des Österdalelven hatte ich zu meiner Freude nochmal die Gelegenheit, einen Prachttaucher vor die Linse zu bekommen. Auf einer meiner Lieblingsstraßen, der 311, ging es weiter nach Tennern, wo wir am Fiske Center einen Stopp einlegten. Angler können sich hier vollständig ausrüsten, aber auch Camper können hier einige Kleinigkeiten finden. Wir wollten zur höchsten Passstraße Schwedens, zur Flatroot. Die Straße Richtung Mitterdalen führt durch eine interessante Landschaft und ist unbedingt sehens- bzw. fahrenswert, auch wenn man teilweise auf Schotter unterwegs ist. Rentierbegegnungen sind hier normal. Wie gesagt, die Straße ist eine Schotterpiste, lässt sich aber trotzdem sehr gut befahren. Bei schlechtem Wetter und nachts ist die Straße übrigens gesperrt. Wir hatten den höchsten Punkt auf 975 Meter erreicht und blieben über Nacht, aber nicht ohne die Heizung anzuwerfen. Die Höhenangaben im Norden sind hier anders zu bewerten als bei uns. Die Baumgrenze liegt hier um einiges niedriger. Eigentlich hätten wir Sommer. Doch hier oben lag vereinzelt sogar noch Schnee. Dass ich hier oben einen Kuckuck vor die Linse bekam, hatte mich schon erstaunt. Im Schnee wird man übrigens wieder zum Spielkind. Mit der Mitternachtssonne wurde das leider wieder nichts. Der Sommer hatte uns wieder. Wir suchten den privaten Stellplatz Galafjellgard südwestlich von Östersund auf. Auch hier wird Deutsch gesprochen. Es war schon erstaunlich, wie viele deutsche Auswanderer wir hier oben kennengelernt haben. Unweit von unserem Stellplatz kann man durch diese alte Almsiedlung wandern. Dass wir in Östersund landeten, war eigentlich nicht geplant. Naja, ganz interessant, aber nicht unbedingt unser Ding. Der Übernachtungsplatz war eine Notlösung und wird von zukünftigen Listen gestrichen. Dafür ist der Naturplatz Gubhögen am Flasjön wieder ein Highlight. Der Platz liegt am Ende oder Einstieg zum Wildmarkswegen. Den Wildmarkswegen hatten wir schon mehrfach befahren, aber dieses Mal lag er nicht auf unserer Route. Aber diesen Platz mussten wir unbedingt wieder anfahren. Bezahlt wird in der urigen Küche lediglich mit einer Spende. Die Gemeinde nutzt das Geld dann für den Erhalt des Platzes und stellt Brennholz zur Verfügung.
Unseren nächsten Platz etwa südlich von Slapnes hatten wir vor Jahren durch Zufall entdeckt, denn er steht in keinem Stellplatzführer. Allerdings ist er wohl eher bekannt in Mückenkreisen. Auch Rentiere gibt es hier reichlich und die sind uns um einiges lieber. An der E45 fanden wir am Wildwasser des Pitelven einen weiteren freien Übernachtungsplatz. Man darf sich allerdings durch das rauschende Wasser nicht gestört fühlen. Hier am Flussufer gibt es einige Nischen für Wohnmobile. Oben an der Hauptstraße kann man auch nächtigen. Sogar eine Fähr- und Entsorgungsstelle ist vorhanden. Und dann war es soweit. Wir überquerten den Polarkreis ziemlich unspektakulär. Ab hier soll die Sonne zur Mittsommer nicht untergehen. Wir ließen uns überraschen. Wir hatten in Lappland die kleine Stadt Jokkmokk erreicht und buchten einen Stellplatz auf dem nahegelegenen Campingplatz. Jokkmokk ist das Zentrum der Samenkultur. Selber aber, abgesehen von der wunderschönen Holzkirche und dem Fjell- und Samenmuseum, unspektakulär. Das Museum sollte man sich aber unbedingt ansehen. Es lohnt sich. Hier wird einem die Geschichte der Sami und des Landes eindrucksvoll näher gebracht. Die evangelisch-lutherische Kirche wurde 1887 komplett aus Holz gebaut. Unweit unseres Stellplatzes gab es auch noch andere Bewohner, die ich natürlich ablichten musste. Der weitere Weg Richtung Norden nach Gällivare war echt beschwerlich. Endlose Baustellen mit grob geschotterter Straße machten uns und unserem Wohnmobil keinen Spaß. Doch ganz oben auf 823 Meter Höhe im Danret Nationalpark wurden wir mit einer Wahnsinnsaussicht belohnt. Leider war der Himmel bedeckt, sodass das wieder nichts mit der Mitternachtssonne wurde. Dafür bekam ich als Entschädigung einen Goldregenpfeifer vor die Linse. Das hat man auch nicht alle Tage. Und dann waren da noch diese kleinen Plagegeister, die gegen Abend echt nervig wurden. Nach vielen Kilometern hatten wir unser nördlichstes Ziel erreicht, Nikalukta. Irgendwann hatte ich einen Film über diese Gegend im Fernsehen gesehen und dann stand für mich fest, da muss ich hin. Nikalukta liegt ca. 60 Kilometer westlich von Kiruna. Die Straße dorthin ist eigentlich eine 60 Kilometer lange Sackgasse. Die Landschaft hat uns begeistert. Der Ort selber besteht nur aus wenigen Häusern und einer Unterkunft für Wanderer.
Ein Schneehase im Sommerkleid saß unweit unseres Stellplatzes. Nachdem wir die Natur hier oben intensiv genießen konnten, verließen wir Nikalukta. Aus dem Fahrerhaus ließen wir die Landschaft nochmal auf uns wirken, während wir wieder Richtung Kiruna fuhren. Östlich von Galivare fanden wir wieder einen Stellplatz an einem Fluss, dem Lina-Elven. Dann überquerten wir wieder den Polarkreis, dieses Mal Richtung Süden, und erreichten links der E4 den Stellplatz in Jevre am Botnischen Meerbusen. Wir erreichten einen super gepflegten Stellplatz mit Kunstrasen. Die Schweden mit ihren großen Wohnmobilen schienen ihn zu mögen. Nee, für uns war das allerdings nichts. Da standen wir auf dem Ströckern Naturcamping am Weiske-Elven viel, viel besser. Auch hier rauscht das Wasser wild durch den Fluss. Nun ging es wieder an die See, nach Hjärnas mit einer felsigen Küstenlandschaft. Diese wie ein Steingarten anmutende Landschaft war schon etwas Besonderes. Dass wir hier durch die Felsen stolperten, gefiel diesen braunen Möwen überhaupt nicht und ihre Angriffe waren schon sehr respektvoll. Nur gut, dass ich mein Käppi auf hatte. Nachdem wir diese Verbotszone wieder verlassen hatten, saß das Möwenpärchen wieder ganz entspannt auf den Felsen und wartete auf neue Eindringlinge. Wir durchwanderten eine in der Nähe liegende felsige Küstenlandschaft, in der wir uns beinahe verlaufen hätten. Wir waren immer noch an der Küste des Botnischen Meerbusens unterwegs und erreichten einen schönen Stellplatz in Galström. Im Ort kann man die alte Eisenhütte Galströmsbruk mit dem Herrenhaus besichtigen. Direkt am Stellplatz ist das alte Dampfschiff Ophelia aufgedockt. Die alte Dampflok fährt zwar in den Sommermonaten, aber leider nicht, als wir dort waren. Auf der kleinen vorgelagerten Insel war Hochbetrieb.
Weiter ging es Richtung Süden und wir buchten uns auf dem Campingplatz in Skersö ein. Dieses urige Wohnmobil oder Wohn-Nicht-Mobil fiel uns sofort ins Auge. In Motala bekamen wir dann endlich mal eines der alten Goethe-Kanalschiffe zu Gesicht. Es war das zweitälteste der Schiffe, die MS Willem Tamm. Gerne hätten wir sie auf dem Kanal selber gesehen. Auf dem Weg zu unserer letzten Station in Schweden hatte ich noch ein paar kleine Natureindrücke eingefangen, bevor wir auf einem unserer Lieblingscampingplätze in Orrefors aufliefen. Dieser Campingplatz ist auch seit vielen Jahren in deutscher Hand und liegt an einem See. Hier landen wir jedes Mal, wenn wir in Schweden unterwegs sind. Wir genießen die letzten Tage unserer tollen Reise. Besonders beeindruckend sind hier die Sonnenuntergänge über dem See. Elche in freier Wildbahn sind uns auf dieser Reise leider nicht vor die Linse gekommen. Diese imposanten Tiere dürfen aber auf einer Schwedenreise eigentlich nicht fehlen. Deshalb besuchten wir noch einen Elchpark in der Nähe von Orrefors, um diese Tiere aus nächster Nähe zu bestaunen. Obwohl die Spritpreise mit 2,70 Euro etwas wehgetan haben, war es mal wieder eine richtig schöne Reise mit vielen Naturerlebnissen.